Und ein herzliches Willkommen zurück zum zweiten Teil meines Ausflugstages am Sonntag. Wir sind hier angekommen, wo die Bienenstockausstellung stattgefunden hatte und wo leider sich unsere Freunde vertan hatten und wir dort leider keine Bienen mehr antrafen. Ist nicht so schlimm. Unsere Freunde haben nämlich beschlossen, kurzerhand mit uns nach Dömitz zu fahren. Das ist relativ weit von uns entfernt. Eine sehr geschichtsträchtige Stadt im DDR-Gebiet und daher liegend in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind auf einer langen Reise dorthin in dem Bus unserer Freunde. Und hier sehen wir, wie das Heu gemahlen wird, beziehungsweise das Korn gedrescht wird. Sehr beeindruckende Maschinen. Unsere Freunde und mein Mann waren begeistert von der Macht und von der Kraft dieser Mähmaschinen. Im Übrigen haben unsere Freunde uns erzählt, dass überall am Wegesrand auf den Feldern jetzt Korn angebaut wird. Da ist mein Mann und mein Hund, der noch ein bisschen sich dran gewöhnen muss. Die hätte fast gespuckt, als wir eben losgefahren sind. Aber sie hat es noch hinbekommen, haben ihr Wasser gegeben, sie ein bisschen auslaufen lassen. Und dann war auch alles wieder in Ordnung. Ja, unsere Freunde haben uns zurückkehrend zum Ursprung erklärt, dass jetzt wahrscheinlich aufgrund der Konfliktlagen auf der Welt vermehrt Weizen angebaut wird, weil hier eben Knappheit besteht. Früher war nicht so viel Weizen angebaut worden, fast gar nicht, sagten sie. Man hätte in dieser Umgebung gar keinen Weizen gesehen. Liegt wohl an der ganzen schlimmen weltlichen Situation. Ja, hier habe ich mich mal in volle Position gerückt. Wir sind weiterhin auf der Fahrt. Es ist sehr warm, auch das Auto ist schlecht klimatisiert. Wir schwitzen und nebenan fahren immer die Motorräder vorbei. Wir kommen nämlich gleich auch an einem Motorradtreffpunkt vorbei, wo ganz viele Motorradfahrer sich immer treffen. An der Seite seht ihr sie noch vorbeisausen. Jetzt sind wir in der Stadt Dömitz angekommen. Ich war noch nie dort und bin beeindruckt von dem Wissen unserer Freunde. Auch mein Mann, wie ihr seht, ist sehr, sehr interessiert. Wir sind jetzt am Hafen angekommen. Dort gibt es nämlich ein schönes Restaurant, Hotel und Café, wo wir jetzt gleich essen gehen werden. Eine sehr schöne Anlage, die ich euch natürlich auch mit abgefilmt habe. Ich kann euch das empfehlen, dort essen zu gehen. Allerdings gibt es nur eine geringe Auswahl und nicht und auch sehr teuer. Logisch, die Lage macht den Preis natürlich auch. Nichtsdestotrotz, die Aussicht und der Sitzplatz dort ist wirklich einzigartig schön. Noch sind wir nicht da, aber gleich. Wir fahren jetzt hier schon über den Fluss, fragt mich nicht, wie der heißt. Und fahren an sehr vielen, sehr baufälligen alten Häusern vorbei, die aber fast alle noch bewohnt sind. Auch in den ganz, ganz alten Häusern leben Menschen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie die Menschen dort leben. Teilweise sind sie natürlich auch schon so baufällig, dass keiner mehr drin wohnt. Aber ja, das ist natürlich eine sehr geschichtsträchtige Stadt auch. Kann man sich im Internet auch einmal durchlesen. Ich bin da ja nicht so bewandert, habe ich gerade mal gemacht. Sehr interessant. Nun sind wir aber auch gleich da und müssen noch ein Stück weiter geradeaus. Der Bus ist übrigens richtig toll. Ich wünsche mir ja immer, mit so einem Bus mal in die Türkei zu fahren, weil das ist wirklich sehr, sehr bequem, so zu fahren. Wenngleich es sehr lange dauert. Also hier ist übrigens die Kirche. In Dömitz gibt es wohl mehrere Kirchen, haben unsere Freunde uns erzählt. Und auch die sind beeindruckt von der Stadt, obwohl sie öfters dort hinfahren. Und die fahren also ungefähr so ja, alle 2-3 Wochen mal und gehen dort essen am Hafen, was auch wirklich sehr schön gelegen ist. Ja, hier guckt euch die Häuser an. Außerdem reden wir gerade darüber, dass eigentlich so wenig Menschen nur bei so schönem Wetter auf der Straße sind. Ihr seht es, die Straßen sind fast leer, trotzdem es wirklich wunderschönes Wetter ist. Es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt und es ist wirklich sehr warm, aber auch nicht zu schwül und trotzdem sind keine Menschen auf der Straße.
Straße. In der gesamten Gegend dort ist es wirklich tot, wie bei uns ja auch. Also wo die Leute alle sind, alle in ihren Häusern, alle in ihren vorm Fernseher. Darüber reden wir gerade, während ich hier das Voice-Over mache. Das ist wirklich also wie ausgestorben, aber trotzdem natürlich, die leben alle in ihren Häusern. Wie man ja auch sieht, sind es alles bewohnt. Und darüber staunen wir wirklich. Also wenn du da mal einen Menschen begegnest, es ist Sonntag, ja, es ist wirklich Sonntagnachmittag. Und man sollte ja denken, dass da die Menschen spazieren gehen, ne? Bei so einer schönen Umgebung, bei so schönem Wetter. Nein. Gut, nun sind wir aber am Hafen angelangt, glaube ich. Einmal um die Ecke und dann sind wir da. Soweit ich mich erinnere, müsste das jetzt gleich kommen. Eine Frau haben wir gesehen, die im Garten beschäftigt war. Nee, ein kleines Stück müssen wir noch. Also muss ich euch noch mal ein bisschen was erzählen. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt noch über Dömitz erzählen sollte. Es ist halt eine kleine Hafenstadt und wirklich sehr schön gelegen dort. Sitzen auch noch ein paar Menschen. Schau mal an. Ich glaube auch, das ist jetzt so die Ortsmitte so ein bisschen, wo wir jetzt gerade ankommen. Und der junge Herr biegt einmal ab. Mal gucken, wo wir dann vorbeikommen. Ja, wir haben wirklich einen sehr, 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 sehr schönen Tag verbracht. Das kann man gar nicht anders sagen. Hier zeige ich meine Wenigkeit und meinen Hund. Mein Mann ist auch ganz begeistert, sitzend dort. Und wir lassen uns ganz langsam durch die Gegend kutschieren und betrachten die Bauten, die teilweise wirklich schön sind, aber doch sehr, entschuldigt bitte, heruntergekommen und alt teilweise. So, jetzt habe ich gerade mal einen Hustenanfall bekommen. Entschuldigt bitte. Nun sind wir aber endgültig angekommen. Schaut euch mal bitte an, wie schön das ist. Hier müssen wir gleich eine Schranke passieren und müssen, wenn wir rausfahren, auch wieder so eine Münze da reinschmeißen. Kommt man wohl nur mit Geld rein oder ihr bezahlt halt oder ihr geht eben ins Restaurant, dann könnt ihr euch da eine Münze holen, so eine Dingsmünze. Und die müsst ihr bei der Ausfahrt dann in die Schranke schmeißen. Ansonsten müsste wahrscheinlich Geld bezahlt werden. Aber wenn ihr im Restaurant, im Café esst, dann bekommt ihr so eine Münze. Denkt dran, wenn ihr dort auch mal essen geht. Und dann kostet das natürlich nichts. Und dann könnt ihr die Münze in die Schranke schmeißen. Dann kommt ohne Geldzahlung wieder raus. So, wir sind jetzt angekommen und suchen einen Parkplatz. Mein Hund neben mir ist schon ganz aufgeregt. Kann ich euch mal so spoilern. Die will jetzt auch endlich raus. Es ist natürlich auch eine lange Fahrt gewesen, hat sie aber ganz toll gemacht. Und ja, so sieht es dort aus. Und jetzt gehen wir los. Wir gehen in den Eingangsbereich. Sehr schön alles gemacht. Wirklich sehr, sehr, sehr geschmackvoll eingerichtet, das Ganze. Wie man sieht, ich habe jetzt aber keine Zeit gehabt, mir das alles mal durchzulesen, was da so ausgestellt ist. Das ist die Rezeption, wahrscheinlich vom Hotel, was im Übrigen oben gelegen ist. Wir gehen jetzt aber in den Restaurantbereich. Miley ist ganz aufgeregt. Die darf ja sonst nie mit. Die ist ja immer so zu Hause bei den Kindern. Wir gehen aber eh wirklich, wirklich sehr selten essen. Also ich glaube, ich gehe einmal im Jahr, wenn überhaupt, und dann eher zu dem Dönermann und nicht so einen richtigen typisch deutschen Restaurant, war ich ewig rein. Ja, genau. Okay. Grüßt uns dort sehr herzlich natürlich. Schaut euch mal an, wie schön. Wir gehen aber nach draußen. Man kann auch sehr schön drinnen sitzen mit so Schiff-ähnlichen Gebilden dort. Ich versuche jetzt einen Platz, einen schattigen zu finden. Jetzt sitzen da natürlich viele Leute. Ich kann noch nicht so richtig filmen. Und ihr seht mal, man kann dort draußen an diesem Strandbereich sitzen, am Fluss direkt gelegen und dort eben diese Schiffsanlage im Innenbereich zu sehen. Sehr schön. Und weiter vorne? Ja, dort gehen wir jetzt einmal weiter durch und suchen uns einen Platz. Und da kann man auch baden. Da ganz hinten ist ein Swimmingpool, wie ihr seht, mit Dusche und allem. Also sehr schön. Ein Boot. Ja, ne, würde ich sagen. Das an den Fluss lang fährt oder steht. Fährt nicht, steht noch. Ja, ja, und da hinten ist eben die Poolanlage mit haben die schön gemacht. Wir sitzen jetzt hier und werden es gemütlich machen. Und ihr seht mich beim dritten Teil wieder. Bis dann.